Ja, für uns Ältere begann ein neues Zeitalter, als das Internet kam, als die ersten Rechner kamen, als die ersten Drucker dafür kamen und natürlich Scanner. Also mein Sohn hat mir das alles beigebracht, denn die Kinder waren ja fit wie ein Turnschuh in der Sache. Und die Älteren haben sich alle so ein bisschen gewehrt, aber mittlerweile fällt es einem leicht, wenn man sieht, wie leicht es den Kindern fällt. Ne? Und bei Scanner, ich wusste gar nicht, was das ist. Ne? Also ich habe mich gefreut, sie scannen zu lernen, aber Scanner, das wusste ich natürlich nicht. Und das waren ja früher solche Geräte, ne? Also riesen Dinger, haben ewige Zeiten gebraucht, bis da überhaupt was bei rauskam. Aber irgendwann haben es dann alle begriffen. Mittlerweile hat sich alles komplett geändert. Alles ist kleiner und leichter geworden und noch viel, viel leistungsfähiger. Pearl TV zeigt Ihnen, wie das geht mit dem Scannen. Wir haben heute eine Scannersendung für Sie vorbereitet. Und wer könnte sich besser damit auskennen als der Sky? Kai. Hallo Walter, grüße dich. Ich greife das gleich mal auf, was Walter gerade gesagt hat. Wir haben ja nun beide eine Zeit miterlebt, in der die Geräte groß und nicht so leistungsfähig waren. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das heute weitergeht. Und ich habe heute eigentlich ein Produkt mitgebracht, was ich mal für den Anfang, wir haben ja drei insgesamt, die wir zeigen wollen, für den Anfang ein James-Bond-Produkt mitgebracht. Oh, toll. Wir sehen ja immer so, wenn wir unsere Produkte sichten, die wir für den nächsten Tagen haben, habe ich mir gestern gedacht, das ist eigentlich Wahnsinn, was sich getan hat, allein in den letzten 5, 6 Jahren. Und das wird noch schneller und noch mehr. Und noch mehr. Also es wird wahrscheinlich irgendwann alles auf so eine kleine Mikro-Minon-Zelle draufpassen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall mal auf dem Format, dass man sagen kann, man kann das in die Hand nehmen. Okay. Ich habe heute mal als ersten Scanner mitgebracht und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das alles ist nicht nur ein Kugelschreiber. Aber es ist ein Kugelschreiber. Es ist vor allem auch ein, es ist ein Kugelschreiber, ja, im Grundprinzip. Aber in diesem Kugelschreiber befinden sich ein Scanner wohlgemerkt, und ein Sprachaufzeichnungsgerät. Das heißt, ich kann diesen Kugelschreiber nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Scannen und zum Memos aufnehmen benutzen. Das ist natürlich für Leute klasse, die so auf Messen unterwegs sind oder überhaupt businessmäßig unterwegs sind, denn die brauchen keine großen Gerätschaften mit sich rumschleppen, sondern einfach den Scanner, was weiß ich, hier in die Westentasche rein. Ja, genau. Ja. Und können natürlich alles mitkriegen, haben keine riesen Pakete mit irgendwelchen Papieren oder so, sondern es ist alles drin. Was ich unvorstellbar finde, ist, dass ich auf dieser Größe heute bis zu 200 Scans drauf bekomme in DIN A4. Mhm. Das heißt, wir haben hier integriert eine 1 Gigabyte Festplatte, muss man sich in der Größe mal vorstellen. Unglaublich. Und die Handhabung von diesem Kugelschreiber ist mehr als einfach. Das ist eine Plug-and-Play-Lösung, das kann jeder. Und ich hoffe, ich möchte das jetzt gleich mal zeigen, dass man das auch gut sehen kann, weil es ist wirklich absolut einfach. Ich habe hier hinten am Gerät, das zeige ich jetzt mal, den An-Aus-Schalter. Mhm. So, was ein elektrisches Gerät hat. Also den dreht man an oder aus? Man dreht ihn an oder aus, genau. Mhm. Das ist jetzt mal das Erste, was ich mache. Was passiert dann? Dann sagt das gute Gerät, schauen wir mal, ob man es auch in der Kamera sieht. Ein Lämpchen hat geleuchtet, jetzt leuchten beide, das heißt, er fängt an zu arbeiten. Jetzt leuchtet das blaue Licht und das ist für mich die Taste, liebe Zuschauer, wo ich mit scanne. Und das ist ganz einfach gemacht. Sie kennen das von Ihrer Digitalkamera. Mhm. Erst drücken Sie ganz leicht auf die Kamera, dann stellt sich das Bild scharf und dann drücken Sie durch. Ja? Und dann ist das Bild aufgenommen. Genauso funktioniert das bei diesem Scanner auch. Das bedeutet also, ich halte den Scanner jetzt mal so passend und ich hoffe, dass wir das dann auch sehen, weil dieser Scanner hat noch eine sehr einfache Möglichkeit, um zu wissen, was ich scanne. Ja. Dieser Scanner, wenn ich jetzt leicht drauf drücke, zeigt mir per Laser über ein Viereck, was ich denn einscanne. Das ist ja unglaublich. Und sowas. Das zeige ich jetzt mal. Achtung, Walter, pass auf. Okay. Und jetzt sieht man das. Guck mal. Liebe Zuschauer, Sie sehen, Sie haben jetzt hier dieses Kästchen mit dem Punkt in der Mitte. Und wenn ich jetzt größere oder kleinere Aufnahmen scannen will, dann gehe ich mit dem Kugelschreiber einfach nach hoch. Oben oder nach unten. Ja, geh mal ganz weit runter. Jetzt gehe ich mal ganz weit runter und noch weiter. Guck mal, jetzt kann man es ganz deutlich sehen. Jetzt sehen Sie es, man kann es auch von leicht weg. Passfoto. Am besten sollte es immer sein, wenn Sie es wirklich von ganz oben machen. Und man braucht auch ein leicht ruhiges Händchen, aber es funktioniert sehr gut. Ja. Und jetzt gehe ich mal hier einfach über diesen Punkt drüber. Und wenn ich jetzt scannen will, drücke ich den Knopf einfach ganz fest durch. Aha. Dann fängt er mir an zu piepen und das war jetzt die Bestätigung. Er zeigt das dann an einem Blauleuchten. Das müssen wir jetzt nochmal zeigen, wo der Knopf ist. Das konnten wir jetzt leider nicht sehen. Hier, wo Sie jetzt sehen, zeigen wir nochmal drauf, wo jetzt das blaue Lämpchen leuchtet. Ja. Das ist auch gleichzeitig der Knopf. Aha. Dieser und da Knopf, drückt man drauf und dann scannt er. Erst wird leicht drauf gedrückt, dann kommt dieses Laser-Viereck, mit dem ich dann scannen kann, damit der Nutzer das auch weiß, was er einscannt. Mhm. Und dann drücke ich diesen Knopf voll durch. Dann piept der und sagt mir, alles klar, das habe ich gefressen. Wahnsinn. Und wenn ich das dann zu Hause am PC auslesen will, dann muss ich gar nicht viel machen, sondern ich drehe diesen Kugelschreiber einfach auf. Mhm.
Und dann habe ich hier einen ganz normalen USB-Anschluss, den ich an meinen PC anschließe. Ja. Und schon erkennt mir der PC vollautomatisch, dass ich hier Bilder gemacht habe. Ja. Und die kann ich dann in den PC importieren. Wie ist das jetzt mit den Sprachaufnahmen? Das ich also ich habe ja vorhin von Messen gesprochen. Angenommen, Sie sind unterwegs für eine Firma und müssen bei der Messe eben verschiedene Scanner einmarkieren und sowas alles. Ja? Dann redet man dazu einen Kommentar, was weiß ich. Ne? Das ist jetzt der Scanner 507 und hier haben wir die Möbel 2 und 13 und so. Wie funktioniert das? Also eigentlich ähnlich wie beim Scannen. Das heißt, ich habe hier oben jetzt noch einen Knopf, der jetzt auf dieser Seite ist. Da muss ja dann ein Mikrofon drin sein. Und da ist auch ein Mikrofon drin. Mhm. Und ich drücke jetzt einfach hier auf diesen Knopf etwas länger dann drauf. Ja. Und dann Finger draufhalten. So, hier Finger draufhalten, dann springt der an, zeigt dann ein gelbes Lämpchen, also ein oranges Lämpchen. Mhm. Und dann kann ich eine Sprachaufzeichnung machen und auch die kann ich in der gleichen Art und Weise wieder auf meinen PC importieren, wie ich das mit dem Scannen eben gerade eben auch schon gemacht habe. Also es ist richtig verrückt. So, da sollten die Firmen wirklich ihre Mitarbeiter mit ausstatten. Ne? Also ich finde es für jeden Handlungsreisenden, für jeden, der irgendwann mal im Katalog was sieht, für jede Frau, die zum Beispiel im Schaufenster, ist falsch ausgesagt, aber vielleicht so eine kleine Preisinformation sieht, die das einscannen kann. Ich kann das Ding sowas von ultimativ in vielen Dingen benutzen und am Schluss kann ich natürlich damit auch noch schreiben. Ja, wie geht das mit dem Schreiben? Was macht schon da? Wie gerade eben wieder, ich drehe einfach vorne. Die Spitze vorne, dann kommt eine Kugelschreibermine raus und ich kann mit dem Ding ganz normal schreiben. Das wollen wir auch nochmal sehen, da gehen wir mit der Kamera nochmal drauf, damit wir das auch sehen, wie der Kugelschreiber rein und rauskommt. Ich halte den oberen Teil des Kugelschreibers wie auch den unteren getrennt fest. Mhm. Und drehe ihn einfach. Also da gibt es ja, ist ja eigentlich eine normale das Nummer. Wie bei einem ganz normalen Kugelschreiber auf, den ich auch entweder macht man Klick-Klack oder man dreht ihn. Genau. Ne? In diesem Falle drehe ich es eben vorne auf. Ja. Und das ist das ganze Gerät. Und auch noch zu dem Preis muss man noch dazu sagen. Ja, es ist wirklich ungeheuer. Ja. Und 1 GB Speicher. Wo bin ich jetzt eigentlich? Bin ich in der Kamera oder bin ich in der Kamera? Weil die leuchten beide hier. Das? Ich weiß jetzt nicht. Okay, da bin ich jetzt. Ne? Okay. Und wie gesagt, 1 GB Speicherplatz, das muss man sich mal heute vorstellen. Mhm. Ich habe mir früher, das ist Mitte der 90er Jahre gewesen, damals einen 200 MHz Computer gekauft. Wir sind jetzt im Gigabyte-Bereich in dieser Größe. Also ich glaube, mein PC war ähnlich groß wie ein Flachbettscanner. Also es ist unglaublich, wie diese Entwicklung. Und die Preise waren so hoch. Horrend. Also es war teilweise vierstellig noch. Ja. Und das kriege ich heute alles in dieser kompakten Lösung für das Geld. Mhm. Ja. Und ich finde ihn einfach traumhaft schön. Ja, ist er auch. Und für Kids auch was Gutes, denn die Kids können ja heute mit sowas total gut umgehen. Ich sehe das ja an meinen beiden. Ne? Ja. Da ist der Kleine, saß schon mit 5 am Computer, also wie Mozart am Klavier sozusagen. Die kriegen das halt mit der Muttermilch. Der ist sowas von fit. Ne? Ja. Wenn irgendwas ist, rufe ich den an und sage, Papa, ist ganz einfach, drückst du den und den Knopf, mach das so und so. Dann scannst du dir einen. Auch ganz gut, dass man jetzt mal sieht, wozu man Kinder auch haben kann. Aber das ist schon eine schöne Geschichte. Die helfen mir. Ich finde das ja auch gut. Ja. Ich bin ja als Kind nicht so gefordert worden. Ja. Aber heute ist das ganz normal, dass die Eltern auch von ihren Kindern lernen. Ich finde es auch unglaublich, was Kinder heute in kürzester Zeit auch lernen. Ich meine, wenn wir davor sitzen, wir müssen natürlich heute auch mit den Sachen arbeiten, aber ich finde es einfach toll, wie schnell Kinder sowas aufnehmen. Ja, und die Älteren, also ich gehörte eigentlich auch dazu, wir haben uns gewehrt. Ne? Aber als ich dann bei RTL war, kriegte jeder einen Computer und dann musst du damit klarkommen. Dann muss man, genau. Ja, aber wir hatten ja auch Experten bei RTL, die dann in jedes Büro reingegangen und die alles beigebracht haben, so schön, nach und nach. Ne? Ja. Aber ich bin praktisch so ein Quereinsteiger gewesen. Ja. Und dann, wenn man es kann und beherrscht, dann macht es ja richtig Spaß. Ne? Und wenn es dann auch noch so einfach zu bedienen ist, wie gerade jetzt bei diesem 3-in-1-Gerät, das ist ja das Tolle, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Also wie gesagt, ich habe auch früher Schwierigkeiten gehabt, mich in diese ganze neue Computertechnik einzuarbeiten, aber das ist ein Gerät, das kann sogar ich. Mit LED-Flashlight bis zu 2048 mal 1536 Pixel. Unglaublich, ne? In der Größe, weil die Kamera, wenn wir da jetzt nochmal drauf gehen, unten drin, ist ja nicht wirklich groß. Können wir das nochmal einfangen? Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt habt ihr sogar ein bisschen geblitzt und geblinkt. Da sieht man es. Das ist die Kamera hier unten dran. Ja. Und das ist das kleine Teil, was diese Auflösung schafft. 900 MB Speicher. Also fast 1 GB Speicher, genau. Mhm. Das ist der interne Speicher, den ich habe, um bis zu 200 DIN A4 Seiten oder ein bisschen kleiner, ein bisschen größer speichern zu können. Super. Und was man auch noch dazu sagen muss, trotz dieser Auflösung, wenn man das dann mal auf den PC überträgt, wir haben das ja probiert vorher auch, das ist echt toll, wie scharf und wie genau diese Scans kommen. Das heißt, da habe ich eine wirklich hochwertige Qualität auch. So, darum geht es nämlich. Beste Qualität zu einem kleinen Preis und das können wir von Pearl TV natürlich immer wieder beweisen und Ihnen zu Hause wird Spaß machen, hier anzurufen und zu bestellen. Denk Bitte machen Sie es jetzt noch nicht. Es kommen noch 2 weitere Geräte oder Sie wollen gleich alle 3. Deshalb warten
warten Sie noch ein bisschen. Würde ich auch sagen. Ja, im Moment sind die Leitungen ja sowieso noch frei, aber alle sitzen schon da und warten auf Ihre Anrufe. Und das ist immer richtig spannend, weil wir haben ja dann, wir gucken ja dann immer, welches Gerät verkauft am meisten. Ne? Das ja. ist ja immer so ein richtiger Sehr Wettbewerb. Sehr spannend nachzuverfolgen. Also ein tolles Geschenk auch, um es weiterzugeben. Ob's auch mit einem schönen Etui. Ja, mit einem schönen Etui. Und ob es nun für die Kids ist oder für Sie selber oder Sie schenken es Ihrer Frau oder umgekehrt, die Frau dem Mann. Ja? Das ist eine tolle Sache. Klein, handlich und groß in der Leistung. Absolut. Und wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Scanner. Genau, und da habe ich jetzt einen Scanner mitgebracht, der ein bisschen größer ist, aber auch leistungsfähiger. Und ich sehe diesen Scanner und den hole ich jetzt einfach mal. Ja. Vor allem in dem Einsatzbereich, da habe ich mir gedacht, Mensch, für wen könnte das interessant sein? Das ist hochinteressant, zum Beispiel für Studenten, die jetzt in der Bibliothek sitzen, sich irgendwas aus dem Buch rauskennen müssen, Teile, die sie zum Beispiel für Arbeiten verwenden. Ja. Und dieser Scanner ist genauso einfach zu bedienen, letztendlich wie der Kugelschreiber auch, hat natürlich ein bisschen mehr Leistungsvermögen und löst besser auf. Das heißt, er hat ein etwas bessere Graustufen mit dabei. Von der Handhabung her... Bisschen mehr Geld und schon haben Sie noch mehr, ich sag mal, Gimmicks. Ja. So? Kinderleichtes Handling, ich habe, jetzt zeigen wir das mal, wenn wir mal draufgehen können mit der Kamera, ich habe jetzt hier vorne mein Display. Ich habe zwei Tasten hier, die ich noch gleich erkläre. Und ich habe hier oben meinen An- und Ausknopf. Ja. Wenn ich den anmache, dann drücke ich drauf. Und, Moment, ein bisschen länger. Und dann springt mir der Kollege an. Ich glaube, jetzt haben wir den leeren. Schauen wir mal, weil ja. Gucken wir ganz, das kann mal passieren. Das ist ja, nicht so schlimm. Wir sind ja live, ne? Wir haben ja mehr, eben. Ja. Da, jawohl, da ist er. Das war der. Packe ich den mal hier rüber. Genau. Also wenn wir das jetzt, können wir auf dem Display das mal ein bisschen besser einfangen noch, dass man sieht, dass wir jetzt die Ladeanzeige mit dabei haben. Ja. Wir haben jetzt auf dem Display die Ladeanzeige und er zeigt mir jetzt eben auch an, dass er im Moment noch gar nichts, nämlich null gescannt hat. Mhm. So. Wenn ich jetzt also ganz frisch. Der ist jungfräulich, so, wenn man es mal so sagen So kriegen Sie ihn auch nach Hause. Und jetzt darf ich dich mal bitten, dass du uns mal unseren umfassenden Pearl-Katalog bitte gibst. Ja, der nagelneue. Sehr gut. Riecht noch. Und jetzt zeige ich einfach mal den Zuschauern, wie ich mit diesem Scanner arbeite. Und das ist so kinderleicht. Jetzt, wo das Gerät an ist, setze ich den Scanner auf diesem Blatt Papier, was ich scannen will, auf. Mhm. Drücke auf Scan. Ja, und fährst ihn einfach runter. Und ziehe mit diesem Scanner ganz einfach über das Blatt Papier. Ja. Also so, ich sage nicht zu schnell und nicht zu langsam. Also ich würde mal sagen, ganz gemütlich. Aber auch nicht so, dass ich Stunden dafür brauche. Und jetzt hat er das Titelblatt hier gescannt. Damit hat er jetzt das Titelblatt gescannt. Ja. Und ich habe jetzt hier, das möchte ich auf der anderen Seite auch nochmal zeigen, und da würde ich Sie bitten, liebe Zuschauer, das auch gleich mitzubestellen. Ja. Sie haben hier den SD-Karten-Slot mit drin. Das heißt, wir haben eine kleine Micro-SD. Und ich würde Ihnen empfehlen, 16 GB, die wir im Moment lieferbar haben, bitte gleich mitzubestellen. Wir können aber bis 32 GB in diesen Scanner mit reintun. Das heißt, wir kriegen an die 200, 250 DIN A4 Seiten in Farbe oder schwarz und weiß auf diesen Scanner mit drauf, was bei der Größe allein auch schon wieder unglaublich ist. Das ist ein Stichwort, die Größe, denn die Größe ist beliebig. Es ist egal, wie groß. Ne? Ja, absolut. Sie können alles damit scannen. Toll ist es auch, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel einen DIN A3 Poster, ich habe einen DIN A2 Poster und fange an, wirklich eins nach dem anderen abzuscannen. Dann kann ich mir nachher über das Computerprogramm, was da dabei ist, setzt mir das Computerprogramm sogar die Teile so zusammen, dass sie nachher passen. Also ich finde das völlig verrückt, was heute möglich ist. Du spielst mir einen Ball nach dem anderen zu. Ich muss an dieser Stelle sagen, es gibt ja auch Poster, die es heute nicht mehr zu kaufen gibt. Stimmt. Es gab zum Beispiel, ich sage das mal aus meiner Zeit, aus der Hippie-Zeit. Jetzt kommt der Starschnitt, oder? Ja, Frank Zappa beispielsweise, der auf dem Klo saß. Ja. Da gibt es nur noch Plagiate, also keine Original-Poster mehr. Ja. Und das kann man auch prima alles abscannen und dann hat man wieder genau das Poster, was man früher hätte gerne haben wollen. Und vor allem richtig zusammengesetzt. Ja. Ne? Bravo-Starschnitt gehört natürlich auch dazu. Ja, ob das nun Peter Orloff ist oder Graham Bonney, wie sie alle hießen. Ja. Ja. Das sind so Sachen, so alte Sachen oder alte Fotos beispielsweise. Absolut, kommt auch dazu. Ja. Was an dem Scanner toll ist, es gab ja bis vor Jahren noch etwas portablere Scanner, wo man dann sagte, die kann ich ja in der zweiten Aktentasche mit verstauen. Ich habe hier eigentlich für jeden Einsatzbereich, ich habe gerade eben schon gesagt, Studenten. Es können auch Schüler heute wunderbar verwenden. Ja. Natürlich können das auch Berufstätige verwenden, die viel auf Reisen sind und natürlich einiges an Papier oder Unterlagen scannen müssen oder sich einfach Informationen rausziehen müssen. Ja. Das Ding kriege ich überall verstaut. Das ist, ich kann den eigentlich, könnte ihn sogar auch in die Westentasche tun. Er ist jetzt nicht ganz die Größe vom Kugelschreiber, aber er ist wunderbar portabel und er ist vor allem auch autark, weil ich eben auch Batterien mit reintun kann. Mhm. Und die Batterien halten mir ohne Probleme auch bis zu 200, 250 Scans. Ich finde auch hier dieses Display ist so süß. Ne? Das Display ist sogar sehr übersichtlich für die Größe gemacht. Und was ich ganz gut finde, es hat auf jeden Fall auch eine Anzeige für die Batterie. Ach, guck das an. Heißt, unten von Ihnen aus gesehen, liebe Zuschauer, jetzt
auf der linken Seite, mhm. wenn ich jetzt richtig sage. Das machen wir nochmal an. Ja. Weil der geht nämlich auch sehr schnell dann in den Ruhezustand, mhm. um Batterien zu sparen. Hat er recht. Finde ich auch. Geht ja. mir auch so. Umweltbewusster Scanner, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und jetzt habe ich unten links und von Ihnen aus gesehen, liebe Zuschauer, sofort, weil da habe ich eben auch die Ladestandsanzeige und mhm. er zeigt mir in diesem Display auch an, wie viel Scans ich insgesamt schon gemacht Direktes habe. Direktes Speichern als JPEG. Genau, ne? Als Bildformat, ja. So ist es. Und haben wir hier schon alles gezeigt, was er noch so hat? Wir haben jetzt hier noch mhm. ein Time Reset, das würde bedeuten, ich kann ihn ja von Anfang an programmieren. Das ja. heißt, dass ich sage, heute ist der, was haben wir heute? Heute haben wir keine den, Ahnung. Wir gehen auf den Sommer zu. Keine und, Ahnung. Jetzt ist es so, dass man dann sagen kann, damit man nicht auch weiß, wann man diese Scans gemacht hat. Ja. Und wenn ich dann sage, ich will den mal auf Null zurücksetzen, habe ich hier, da gehe ich am besten mit einem kleinen Kugelschreiber-Mini oder irgendwas rein. In das und dann Löchlein kann ich den, hier. Genau, ne? dann kann ja. ich den auf Null setzen. Mhm. Und dieser Mini-USB, mhm. das ist der Kontakt mit dem beiliegenden Kabel, ja. mit dem ich dann nachher meinen Laptop auch verbinde. Und da kommt eine Karte rein. Und da kommt die SD-Speicherkarte rein. So, da sind wir beim nächsten Stichwort. Wir bieten Ihnen an, 16 GB gleich mit dazu bestellen. Absolut. Blenden wir gerade mal ein, zeigen ja. wir Ihnen. Und wie gesagt, gleich mit dazu bestellen, dann sind Sie hier schon mal fit auf dem richtigen Weg. 16 GB Speicherkarte. Jetzt kommt aber noch was. Was denn? Der hat eine Schrifterkennung. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt handschriftlich, das muss man sich mal vorstellen, handschriftlich einen Brief habe. Den eine Verfügung oder Testament. Vor allem ja, Testament ist eine gute Sache. Halt, ja. Genau, ja, Dokumente, ja. die handschriftlich ja. sind. Dann erkennt er mir aber auch die Handschrift. Mhm. Ja, das heißt, er macht mir das klarer, wenn der jetzt sagt, naja, oder wenn ich mit meinem Auge jetzt nicht sehen kann, ob das jetzt ein F oder ein W ist, ja. der erkennt es. Och. Ja, das heißt, er hat eine Handschrifterkennung und kann einem das sauber einscannen, überträgt das dann eben auch sofort ja auf den Laptop. Ja, mhm. muss ich sagen. Wie hoch ist die Auflösung? Die Auflösung ist 600x300 dpi, das heißt eigentlich eine normale VGA-Auflösung, das heißt schon sehr, sehr scharf und eine mhm. normale Dokumentenauflösung, weil mhm. mehr brauche ich eigentlich nicht. Wie sieht er von unten aus? So? Von unten aus hat er jetzt, damit man schön, ich hoffe, Sie sehen es, über das Papier gleiten kann. Rollen. Hier die kleinen Rollen mit dabei. Mhm. Und hier einfach die Leiste Toll. Für den Scanner. Es ist unglaublich. Das für den Preis ja. und in der Größe. Ein Hammer. Unvorstellbar. Ja, übrigens Preis. Da möchte ich Ihnen auch nochmal sagen, ich bitte Sie wirklich herzlich, wenn Sie Interesse haben an unseren Produkten, vergleichen Sie bitte die Preise. Unbedingt. Ob das draußen ist oder im Unbedingt. Internet. Oder aber Sie schalten ein paar Sender mal weiter und gucken mal kurz rein. Vergleichen Sie bitte die Preise, damit Sie wirklich auch sehen, dass es Preis-Leistungs-Verhältnis. Da sind wir nämlich sehr stolz drauf. Unschlagbar. Nicht nur auf die Beratung und auf Teleshopping, sondern auch auf die Preise, dass die so weit unten liegen. Ja. Das macht richtig Spaß bei der Qualität. Absolut, muss ja. man sagen. Ja. ja, das ist jetzt eigentlich rundrum eine Plug-and-Play-Lösung, ja. würde ich sagen. Mhm. Und eben portabel und für jeden Einsatzzweck auch machbar. Aber ja. eben mit einer höheren Auflösung, weil das ja. kann eben der Kugelschreiber nicht. Gibt noch ein Etuichen dazu. Ganz genau. Zeigen Soll natürlich auch schon verpackt werden. Jawohl. Mit einer Schlaufe zum Zuziehen. Mhm. Dann rein damit. Dann packen wir den rein. Okay. Und so verschwindet der zum Beispiel im Handschuhfach. Wie ein Regenschirm. Genau. Oder er verschwindet eben in der Aktentasche. Oder ich habe ihn im Kofferraum irgendwo liegen, weil so ein Scanner kann ich ja überall gebrauchen. Ja. Und der ist ja ein mobiler Scanner, also ja. habe ich noch überall mit dabei. So, ist er staubgeschützt. Das war Nummer zwei. Jetzt kommt der dritte Streich, denn wir haben noch einen Scanner für genau. Sie. Hochmodern. Und was der kann, das sagt uns der Kai jetzt. So. Wir kommen jetzt zu unserem größten mhm. von der Leistung her. Er ist aber trotzdem ein mobiler und zusammenfaltbarer Scanner. Mhm. Muss ich auch wieder zu sagen, ganz mhm. wichtig. Und da haben wir jetzt mal vorbereitet. Ich fange jetzt mal mit einem Zubehör an, weil das gerade hier liegt, was bei diesem Scanner mit dabei ist. Ja. Dieser Scanner muss natürlich wissen, wo er hingestellt wird, damit ich eine einfache Handhabe habe, um Papier genauso hinlegen zu können, dass es passt. Das ist die Matte, die bei unserem großen Scanner im Originallieferumfang vorhanden ist. Mhm. Ich hebe die mal gerade kurz hoch. Genau, damit wir das mal sehen. Damit Sie mal einen Blick drauf werfen können, ob das nun DIN A4 ist oder DIN A5 oder B, meine Damen und Herren. Also und wir haben da schön Covers die Einteilung oder Umschläge. Ja. Und hier sehen Sie ein Viereck und das ist das Viereck, wo sozusagen unser Scanner zu Hause parkt, mhm. damit wir auch wissen, dass er da steht. Mhm. Ja? Jetzt lege ich ihn mal hier hin, wie sich das gehört. Achso, drehen wir einmal mal um. Ja, du musst ja einmal so rum. Genau, ne? machen wir so. Ja, okay. Und dann stelle ich den, tada, hier ist er, und ich finde den auch wunderschön. Ich zeige jetzt mal, wie man Sieht den aus wie eine Schreibtischlampe, ja, ne? Ja. Könnte man auch sagen. Ja. Das ist einfach so, dann klappe ich den zusammen, packe den ein, in eine Tasche, in einen Aktenkoffer, nehme den mit. Ich finde ihn aber deswegen interessant als Scanner, weil ich ihn auch wirklich stationär benutzen kann. Das heißt, wenn ich den jetzt aufklappe,
der Scanner steht zu Hause, dann wackelt da auch nichts. Und ich habe natürlich eine Möglichkeit, das, was ich scannen will, eben auf dieser Unterlage genau auszurichten. Und das ist natürlich das ideale Tischgerät für den Computer. Ganz genau. Ja. Und beliebig dicke Seiten können Sie damit abfotografieren. Das ist das Tolle dabei. Ja. Ja, und es hat eine tageslichtähnliche Beleuchtung. Genau. Das ist auch wichtig für Sie. Also, das bedeutet, diese tageslichtähnliche Beleuchtung, weil wir jetzt gerade dabei sind, Walter, bedeutet, dass ich natürlich das, was der Scanner sich zieht oder anguckt, natürlich auch in der passenden, wirklich oder wesentlich näher am Originalfarbe bekomme, als wenn ich jetzt sagen würde, das ist alles fürchterlich düster und ich müsste das nachher alles noch bearbeiten und aufpeppen. Ja. So, und jetzt haben wir natürlich unseren schönen neuen Pearl-Katalog und jetzt suchst du uns einfach mal eine Seite raus, die ganz nett ist. Ich suche mal eine tolle Seite. Ah, da, guck mal hier. Wunderbar. Wie wäre es denn damit? Okay. Ja, ich lege so. Das mal so rum. Und jetzt würde ich mal bitten, dass wir, weil bei diesem Scanner ist eine Software mit dabei, die Sie auf Ihren Laptop installieren. Wir haben den jetzt also mal angeschlossen. Genau. Mhm. Sie installieren die Software auf Ihrem Laptop und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass uns vielleicht mal die Regie das einfängt. Das ist jetzt die Benutzeroberfläche oder das Programm auch, was man jetzt hier schön auf dem Laptop auch sieht. Ja. Und ich lege dann, weil ich ja natürlich meine Markierung habe, das, was ich scannen will. Mhm, das muss man hier scannen, hier oben. Dann scannen wir mal hier oben, dann legen wir das mal in die Mitte. Alles klar. Und dann habe ich, das müssen wir vielleicht noch zeigen, ganz wichtig, liebe Zuschauer, wenn ich es umdrehe, ich habe hier zwei Bedienknöpfe. Ja, müssen wir nochmal zurück, hier, da sind wir. So, ich schwenke das noch ein bisschen. Genau. Wir haben zwei Bedienknöpfe, das eine ist die Kamera, das andere ist der Blitz. Der Blitz ist dafür da, dass Sie einfach mal das, was Sie beleuchten, gesetzt den Fall, Sie arbeiten abends, was ja auch mal sein kann, mit gedämpftem Licht am Schreibtisch. Viele machen das, ne? Ja, ich auch. Ich kriege auch viele Mails nachts um zwei und so. Ja. Am anderen Morgen stehe ich auf und denke, was machen die denn da die ganze Nacht? Ja. Und dann haben wir eben diese Flashlight-Funktion, dass das eben beleuchtet wird und ich sehen kann, dann wie es auf dem PC aussieht, weil es einfach besser ausgeleuchtet ist. Und wenn ich scannen will, dann drücke ich einfach auf diesen Knopf und dann scannt er. Also einfacher kann man es nicht machen. So, jetzt mach. Okay, ja, ich bin aufgeregt. Schon ganz heiß, ne? Ich will das jetzt sehen. Gut. Super schnell. So, und wenn wir jetzt dann den Bereich auf unserem Katalog dann scannen wollen, ich gehe jetzt mal zum Laptop und dann hoffe ich, dass wir das auch auf dem PC schön sehen können. Mal ein bisschen näher ran, bitte, damit wir das einfach noch ein bisschen besser sehen können. Wir tun alles, was wir können. Dann drücke ich jetzt einfach an unserem Scanner auf diesen Fotoknopf. So. Und dann fängt er an zu scannen. Ja. Und jetzt arbeitet unser Laptop, ich höre ihn nämlich schon rattern. Aha. Arbeitet schon. Und normalerweise müsste er jetzt schon, ja, wir haben schon gescannt. Echt? Ja, ist schon drauf. Du kannst dir angucken, Walter. Super. Das heißt, wir haben diesen Bereich jetzt eingescannt. Ah, ich bin auf der Seite. So, da sind wir aber noch lang nicht am Ende, weil dieses Programm ja nicht nur scannen kann. Kann ich den mal drehen gerade? Ja. Guck. Siehst Schauen du wir das? Mal rein. Ja. Damit diesen Ausschnitt aus dem Katalog haben wir jetzt einfach komplett eingescannt. Toll. Ja, aber wie gesagt, Walter, es ist noch lange nicht alles. Okay, weiter. Also, dieses Programm gibt mir die Möglichkeit, erstens mal einen Bildausschnitt, ganz wichtig, liebe Zuschauer, den Bildausschnitt auch passend von der Größe her so anzupassen, dass ich genau nur das aus dem Katalog rauskenne, was ich brauche. Können wir alles machen. Würde jetzt ein bisschen viel Zeit beanspruchen, Ihnen das alles auf dem Laptop zu zeigen. Die Software ist absolut benutzerfreundlich, eigentlich auch eine Plug-and-Play-Situation. Das heißt auch für so alte Dinosaurier wie für uns auch gut bedienbar. Ich habe aber noch viel mehr Möglichkeiten. Sollte ich jetzt zum Beispiel altes Papiermaterial haben, was schon ein bisschen vergilbt ist, dann habe ich die Möglichkeit, mit diesem Programm auch noch die ganze Sache aufzufrischen. Das heißt, wenn jetzt ein Papier ähnlich ein bisschen vergilbt, gelb ist oder irgendwas und die Schrift nicht mehr so klarkommt, kann ich das machen. Und beim Scanner, das habe ich jetzt vergessen gerade eben, habe ich noch was dabei. Da möchte ich bitte, dass wir vielleicht nochmal vorne auf den Scanner hier oben gehen. Mhm. Da ist jetzt ein Drehrädchen noch mit dabei. Ja. Ja. Sieht man das? Ja, hier. Wunderbar, klasse, genau. Und mit diesem Drehrädchen kann ich zum Beispiel auch noch eine Voreinstellung machen, wie nah oder wie weit ich an das zu scannende Papier dran will. Nochmal, auch die Dicke der Bücher ist völlig wurscht in diesem Fall. Absolut. Ob das nun so ein Wälzer ist, ob das eine Bibel ist. Oder auch wenn die Seiten leicht gebogen sind, muss man auch dazu sagen. Das erkennt er nämlich auch. Richtig. Ja? Also das heißt, er gleicht das aus. Völlig beliebig dicke Bücher können Sie hier tatsächlich scannen. Ja? Und eigentlich ist das die professionellste Lösung, bloß dass ich eben den ganzen Tisch nicht mehr vollstehen habe, sondern wenn ich ihn dann einfach nicht mehr brauche. Toll.
klack. Glaub ich, und so sieht gut aus. Ne? Ja. Und der schick, macht richtig was her. Weil du ja eben gerade eben auch sagtest, das sieht ja eigentlich aus wie so eine schicke Nachttisch oder eben eine Büroleuchte oder einfach auch eine Schreibtischleuchte. Der, also ich finde den wirklich sexy, muss ich sagen. Ja. Ja. Also der nimmt auch keinen Platz weg. Das ist ja das Schöne dabei, ne? Weil die meisten Büros sind ja dann, also früher war das eine Katastrophe. Ja, du musstest für jeden Blödsinn musstest du einen Tisch oder irgendein Regal holen, wo du irgendwas draufstellst. Hinterher bist du darin ersoffen sozusagen. Ja, es war einfach, es stand so viel Elektronik rum, dass man nicht mehr arbeiten konnte teilweise. Auch dieser Software ist auch dabei. Ne? Software ist sowieso mit dabei, aber auch dieser Scanner hat wieder, ganz wichtig, die Schrifterkennung mit dabei. Mhm. Und das finde ich einfach schön, wenn man sagt, man hat Unterlagen, die man nicht ganz gut entziffern kann. Also das Programm einem einfach sagt, pass mal auf, so und so ist das, so heißt das. Ich erkläre es dir jetzt mal. Also idiotensicher, auf Deutsch gesagt. Stromversorgung läuft bei diesem Scanner über USB. Das heißt, sobald dieser Scanner mit dem Laptop verbunden ist, hat der auch Strom und läuft. Das heißt, ich brauche keinen extra Trafo, keinen Strom, irgendwas und habe es komplett mit dabei. Ja. Das Kabel ist 2 Meter lang. Das heißt, ich kann wirklich auch schön auf dem Schreibtisch arbeiten, kann ihn auch ein bisschen weiter wegstellen, wenn ich nicht brauche. Das ist auch so ein Manko bei vielen Geräten, dass die Kabel, viel zu kurz sind. Viel zu kurz. Warum ist das so? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Also bei unseren Produkten ist es auf jeden Fall nicht so. Und ich denke mal, dass bei unseren Produkten die Leute einfach wahrscheinlich noch 2 bis 3 Meter weiter denken. Ich kann mich schon wieder aufregen. Nein, muss ich ja nicht. Müssen wir gar nicht. Wir haben ja das richtige. Wir haben die 2 Meter. Produkte. Eben, so ist es ja. Ja, toll. Ja. Finde ich toll. Ich finde das riesig. Ja. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden zu Hause, welchen Scanner nehme ich denn? Sie sind alle top, sie sind alle wunderbar, preislich etwas unterschiedlicher, aber wie gesagt, Sie bekommen dann auch, ich sag mal, Sachen, die Sie mobil einsetzen können, beziehungsweise hier für die Kids beispielsweise als Geschenk. Klasse. Man weiß ja, ich sage immer wieder, man weiß ja nicht, was man den Leuten noch schenken soll. Man steht immer da wie der Ochs vom Berg und sagt, ich weiß nicht, was ich schenken soll. Wir haben die Produkte, die man wunderbar verschenken kann, wo sich jeder auch drüber freut. Ne? Was ich auch mal ganz witzig fände, wenn wir jetzt mal den lieben Zuschauern sagen würden, wenn sie ihren Kindern zum Beispiel vielleicht den kleinen Kugelschreiber-Scanner schenken sollten, gehen wir nochmal ins Bild, Dankeschön, hier ist er. Es wäre doch mal ganz interessant, uns mal Mails zu schicken, was die Kids denn noch auf Ideen kommen, mit diesen Sachen anzufangen. Weil normalerweise so, wir denken ja in so einem gewissen Alter dann so, naja, Dokumente. Mhm. Aber vielleicht kann man damit ja zum Beispiel auch Kinderzeichnungen, sonst irgendwas bei Facebook hochladen und. Weil das ist einfach so ein spielerisches Ding und das kann einfach jeder verwenden. Toll, ja. Also entscheiden Sie sich bitte jetzt. Nehmen Sie am besten alle 3, denn dann kriegen wir natürlich auch dementsprechend mehr Gehalt. Nein, kriegen wir natürlich nicht. Das ist völliger Blödsinn. Nein, entscheiden Sie sich für eins der Geräte oder für alle, wie Sie es gerne wollen. Sie wissen ja, bei uns ist Vertrauen da und Preis-Leistung stimmt einfach. Denn die Qualität ist gut, die Preise sind tief. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x2 oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.